Er stand ganz besonders im Fokus. Velimir Jovanovic mit 4 Toren bester Torschütze des Greifswalder FC. Gegen Hertha 03 Zehlendorf sollte der Stürmer für den Unterschied sorgen. Und er machte es wie die Post. Lieferte, lieferte, lieferte. Mit Köpfchen. Alle drei mit dem Kopf jetzt. Ich kann mich echt nicht erinnern, aber ja, es ist schon bekannt, dass ich das ein oder andere Mal mit dem Kopf ein Tor mache. Und ja, ich freue mich einfach wirklich rund um einen gelungenen Nachmittag. Ne? Ja, den hättest du heute egal wie anspielen können. Ich glaube, der hätte aus jeder Lage heute ein Tor gemacht. Solche Tage gibt es. Ich freue mich sehr für ihn. Wir wissen ja, dass Jova solche Tore machen kann und dafür ist er ja auch hier. Aber letztendlich war es auch eine komplette Mannschaftsleistung. Es sind ja auch immer die vorbereiten und wie gesagt, er war im richtigen Moment zur Stelle und dafür haben wir Jova auch hier. Apropos Vorlagengeber. Direkt beim ersten Tor sollte ein solcher maßgeblich beteiligt sein. Die Ergebnisanzeige war noch gar nicht in Gang, ähnlich wohl wie die Zehlendorfer Hintermannschaft. Denn schon in der ersten Spielminute dieser Angriff von unserem Greifswalder FC. Ein weiter Ball nach vorne, super verarbeitet dann von Krolikowski und dann fantastisch hier mit der Hacke zu Bütterich, der super Flanke und Tom Selchow findet Jovanovic. Selchow als einzige personelle Veränderung zum Sieg in Pampo für den fehlenden Jannis Fahr in die Startelf gerückt, zeigte hier Teamgeist und hatte das Auge für seinen besser postierten Kollegen. Und der wusste genau, wo er sich zu bedanken hat. Von Zehlendorf kam lange nichts. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde die erste Offensivaktion. Hier schön gespielt auf der linken Seite, aber selbst das brachte nicht sonderlich viel Gefahr für das Tor von Martin Loy. Doch die Ergebnisanzeige, die prophezeite bereits Gefahr für die Gäste aus der Hauptstadt. Dort stand es fälschlicherweise schon 2:0 und Velimir Jovanovic, der erledigte das. Nach einer klasse Flanke von Kamil Pozniak steigt er nach oben und schnürt den Doppelpack. In der ersten Halbzeit immer wieder geackert, versucht das Spiel mitzugestalten und am Ende dann doch selbst der eiskalte Vollstrecker. Blicken wir nochmal auf Jova. Situation erkannt, in Position gelaufen und der Jova-Finger zum Dank an den Vorlagengeber. Viel mehr passierte in der ersten Hälfte dann nicht. Wenig später dann der Pausenpfiff. 2:0 Führung gegen die Zehlendorfer, die vor der Saison als der GFC-Kontrahent in Sachen Aufstieg gehandelt wurden. Zufriedenstellend. Aber es geht noch besser. Die zweite Halbzeit startete wie die erste mit einem offensiven GFC. Zunächst wunderbar hinten rausgespielt und dann ein Superball in den Lauf von Petersen Appia. Der hat jetzt hier die Möglichkeit, aber der Schuss in letzter Sekunde noch abgeblockt zur Ecke. Die ausgeführt von Krolikowski und der findet wen? Natürlich Velimir Jovanovic. Der Hattrick perfekt, sein 7. Saisontreffer. Aber wie frei darf der sich denn bitte durch den Strafraum bewegen? Kein Berliner bei ihm. Dann hat man natürlich auch keine Mühe, den Ball hier einzulegen. 3:0. Blicken wir auch hier nochmal auf den Torschützen.
schön entgegengelaufen. Eingenickt. Und dann war sie fast selbst schon peinlich, wie einfach ihm das gemacht wurde. Weiter. 3-0 also direkt nach Wiederanpfiff. Man könnte sagen, die Messe war gelesen, aber mitnichten. Eine eigentlich grandiose Mannschaftsleistung bekam in dieser Szene einen winzig kleinen Fleck auf die ansonsten so weiße Weste. Angefangen eben gerade mit dem etwas zu scharfen Ball von Capitano John Berger, folgte dieser Verkettung von, wir sagen mal, unglücklicher Umstände. Der Ball konnte einfach nicht rausgeklärt werden. Auch hier wieder die Zehlendorfer mit der Kugel. Dann der gute Schuss, Loy, noch gut dabei, ein wenig Glück, als der Ball an die Latte gelenkt wurde. Aber dann Patrick Jahn, da war nichts mehr zu machen, nur noch 3-1. Doch nochmal Spannung, wird wie am ersten Spieltag wieder ein Vorsprung verspielt. Der GFC hatte da gar keine Lust drauf und machte offensiv weiter Druck. Bütterich auf die Reise geschickt, der wieder mal mit dem spitzenmäßigen Überblick und Jovanovic. Dieses eine Mal sollte er das Tor jedoch verfehlen. Was der GFC aber wie immer richtig gut gemacht hat, das war das Umschaltspiel. Und das fängt ganz hinten an. Zunächst hält Martin Loy den Ball und macht dann das Spiel sofort wieder schnell. Super nach vorne gespielt und dann setzt Krolikowski den Körper hier richtig gut ein. Alles korrekt, kein Foulspiel. Und dann hat er die Wahl. Macht er es selbst? Nee, er sieht Pedersen ab hier und der mit dem 4-1. Das war jetzt auch die endgültige Entscheidung. Danach Zehlendorf komplett von der Rolle. Hier ein bitterböser Fehlpass. Tom Selchow hatte gerade Platz gemacht für das Debüt des 17-jährigen Clemens Schröder und war noch nicht mal an der Bank angekommen. Da war die Greifswalder schon wieder im Vorwärtsgang. Abia, dann hier schon die Möglichkeit, da noch etwas zu ungenau. Aber Hertha 03 bekam den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone. Nutznießer war Kamil Bosniak. 5-1. Eine einfache Körpertäuschung. Und dann kein Problem für ihn, auch bereits sein 5. Saisontor zu erzielen. Und dann war sein Moment gekommen. Er durfte in der Menge bei Velimir Jovanovic 3 Hütten gemacht, das Team mitgerissen, sehr viel gelaufen. Eine Top-Leistung vor ausverkauftem Haus und der Dank von den Fans und der Bank. Aber die Kollegen, sie hatten noch nicht genug. Wieder prophezeite die Ergebnisanzeige Unheil für die Berliner. Hier noch ein wenig Ping-Pong vor dem 16er. Dann kommt Schünemann an den Ball und weiß nicht so recht, wohin damit. Ja, gute Entscheidung. 6-1. Wahnsinn. Was für eine Bude von Sascha Schünemann. Und was für ein Schlusspunkt auf dieses denkwürdige Spiel. Ein Ergebnis, das so sicher nicht vorherzusehen war, aber auch in der Höhe am Ende völlig verdient ausfiel. Und so gab es nur lachende Gesichter bei den Rot-Weißen, hochzufriedene Fans. Und einen glücklichen Trainer. Ja, ich denke mal, wir haben von der ersten Minute an unser Spiel hier durchgezogen. Das heißt, dass wir den Gegner früh pressen wollten, das haben wir gemacht. Natürlich war der Spielverlauf auch für uns sehr, sehr günstig. Gleich eigentlich mit der ersten Aktion machen wir das 1-0 und haben auch dann immer in der Folgezeit im richtigen Moment die Tore gemacht.
typisches Beispiel war nach dem 3-1, wo man sagt, naja, nicht, dass der Gegner jetzt noch ein zweites macht, dann wird es wieder ein ganz hektisches Spiel. Aber wir machen dann wieder das 4-1 und das war eigentlich schon eine richtig starke Leistung heute. Dass die uns hier nichts schenken oder wir denen, das ist klar, aber wir wollten hier zu Hause für uns das Ding machen und es waren keine zwei Meinungen. Wir wollten hier bestimmen, wir wollten direkt draufgehen, das haben wir gemacht und mit einem frühen Tor sowieso, ne, das war der schöne Dosenöffner, wie man so sagt, und nach der Halbzeit direkt das Ding wieder gemacht, umso besser. Ne? Also hat uns echt nochmal Kraft gegeben für die letzten Minuten. Und dann haben die sich ein bisschen aufgegeben und dann ist das normal, glaube ich, dass wir nach dem dritten oder vierten Tor dann ein bisschen weniger machen, ist, glaube ich, menschlich. Ne? Ja, super. Also so wie wir heute agiert haben, von der ersten wirklich bis zur letzten Minute, würde ich sagen, haben wir sehr, sehr gut gespielt. Großes Lob an die Mannschaft. Nee, zu erwarten nicht auf jeden Fall, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wirklich, das ist ja echt ein deutlicher Sieg auf jeden Fall, 6 Tore zu Hause. Davor die 2 Spiele, sage ich mal, mit 0 Toren zu Hause als Offensivspieler so, wollten wir unbedingt heute den Hebel wirklich umlegen und ich denke, dass uns das heute mehr als geglückt ist. Ne? Ja, wir wissen ja auch selbst, wie so ein Spiel mal ganz schnell laufen kann. Wir haben es ja auch manchmal erlebt schon und dass man ja, in jeder Phase der Saison seine eigene Leistung abrufen muss. Und ja, wir haben, denke ich mal, einen sehr guten Tag gehabt, Zehlendorf nicht so guten. Und trotzdem ist das, glaube ich, eine Mannschaft in dieser Klasse, die trotzdem am Ende da ja, oben mitspielen wird. Ja, warum auch nicht? Also die Rolle nehmen wir gerne an. Wir sind die beste Mannschaft der Liga. Und wir müssen es halt Woche für Woche nur auf den Platz bringen.